Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, ich habe die ganze Zeit schon darauf gewartet, dass ich euch endlich diese Reaction von heute zeigen kann. Und zwar, Top Dog hat das brandneue Video von denen von der 8. Staffel hochgeladen. Das sind 3 unglaublich kranke Kämpfe. Ich will gar nicht zu viel darüber erzählen, sondern gleich in das Video steigen. Aber bevor wir loslegen, kurze Eigenwerbung. Hardest Fighting ist unsere eigene Fight-Liga, die auf YouTube jetzt ebenfalls interessante Fights bringt. Checkt auf jeden Fall den Kanal ab, ja, wenn ihr noch ein paar wilde Fights anschauen möchtet. Und hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst euer Feedback, teilt es mit euren Freunden. Jetzt steigen wir direkt in die Reaction live aus dem Stream. So, wer ist es? Das ist jetzt Alexej Melnik. Er ist 1,72 Meter groß, 69,5 Kilogramm schwer, 26 Jahre alt. Boxen ist sein Kampfsporthintergrund, 1,74 Meter seine Reichweite bei Top Dog FC. Steht er mit einer Statistik von 2:1. Das ist jedenfalls Vladislav. 1,82 Meter groß, 69,6 Kilogramm schwer, 22 Jahre alt. Boxen ist ebenfalls sein Kampfsporthintergrund. Seine Reichweite beträgt 1,89 Meter und er steht bei Top Dog 1:0. Platziert eure Wetten in die Kommentare, in den Chat. Ja, wer gewinnt den Fight? Gewinnt Alexej Melnikov mit den weißen Bandagen oder gewinnt sein Gegner Vladislav rechts mit den schwarzen Bandagen? Die erste Runde beginnt. Vladislav aus der Rechtsauslage. Jetzt steht unten, dass er Andrei Melnikov heißt, aber bei mir heißt es, dass er Alexej heißt. Also ich weiß gerade nicht, was da schief läuft. Jedenfalls deutliche Reichweiten und Größenvorteile bei Vladislav. Der versucht die jetzt hier gerade auch anständig einzusetzen. Gute Beinarbeit. Melnik, jetzt ist ein guter Treffer. Rechter Haken, linker Haken direkt hinterher und da ist er gut zu Boden gegangen. Wow, was für eine Bombe, die er da erwischt hat. Holy shit, Junge, was war das für ein Treffer? Melnik jetzt hier wieder im Vorwärtsmarsch, versucht seine Aktionen durchzubringen. Vladislav muss da erstmal aufpassen, dass er wieder durchschnauft. Bei dem haben die Glocken richtig geklingelt. Ja, hier. Melnik tastet sich langsam rein mit der Beinarbeit. Ja, tippt hier ein bisschen rein, versucht die Distanz zu überqueren, wartet auf seine Kontergelegenheit. Jetzt hier wieder ganz zwei gute Treffer. Er ist eiskalt Block aufgegangen. Holy shit. Holy moly, was für ein Knockout. Er versucht die Hände nochmal hochzunehmen. Er will weitermachen, aber der Referee sagt nein, das geht nicht. Junge. Oh mein Gott, was war das für ein brutaler Knockout. Das ist einer der heftigsten Knockouts. Wirklich. Das war einer der krassesten Knockouts, die wir bis jetzt gesehen haben. Бойцы на середине. А значит, мы можем объявить соперника. Победа нокаутом в первом раунде одерживает Алексей Мельников по прозвищу Мельник. Was für ein heftiger Fight. Digga. Was für ein kranker Knockout, den er da ausgepackt hat. Er hat nur auf seine Kontergelegenheit gewartet und dann, als er reingekommen ist, erwischt er ihn da Parts mit diesem linken Haken perfekt an das Kinn und schaut mal, wie er zusammenklappt. So, Rustam Asteroid, den haben wir jetzt schon einige Male kämpfen gesehen. Der hat zuletzt gegen Bagdad, den Kasachen, gekämpft. Einen unglaublich heftigen Fight haben die sich gegenseitig geliefert. Er ist 1,84 Meter groß, 88 Kilogramm schwer, 27 Jahre alt. Kampfstil ist Street Fighting. 1,87 Meter seine Reichweite, 2:2 steht er. Das könnte ein richtig, richtig stabiler Fight werden. Rustam Asteroid liefert sowieso immer nur richtig krasse Fights. Sein Gegner. Wer ist das? Haben wir den schon mal gesehen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Kommt jetzt hier mit einem stabilen Irokese.
ist sein erster Fight, den haben wir noch nicht gesehen. Das ist Anton, 1,91 Meter groß, 90 Kilogramm schwer, 27 Jahre alt, Boxen ist sein Kampfsport, 1,93 Meter seine Reichweite. Läuft hier richtig seriös rein, der junge Mann. Und также является чемпионом стрелки, но уже среди регионов и бойцом, привыкшим всегда идти до конца. Champion bei Strelka. Also ich gehe definitiv in diesen Kampf mit unserem Mann Rustam Asteroid. Ich denke, er wird sich diesen Kampf jetzt hier holen. Aber schauen wir mal, diesen Anton habe ich noch nicht kämpfen gesehen. Er sieht auch seriös aus, großer, kräftiger Typ. Der könnte auch einiges drauf haben, ja. Aber ich gehe auf jeden Fall mit unserem Mann Asteroid. Судья готов. Судья готов. Судья готов. Судья готов. Первый раунд. Тайм. Erste Runde beginnt. Beide klatschen jetzt hier ein. Rustam sieht aus, als hätte er wieder ein bisschen abgekocht. Der sieht noch trockener aus als beim letzten Kampf. Immer noch extrem kräftig gebaut, sehr, sehr starke Muskulatur. Muss halt immer aufpassen, dass er noch bis in die dritte Runde vorankommt mit der Kondition. Aber gute Overhead-Konter, die er jetzt hier gerade gezeigt hat. Nochmal ein guter Treffer, beide tauschen jetzt hier wilde Schläge miteinander aus. Ich glaube, der Kampf wird nicht über die Runden gehen. Ich glaube, der Kampf geht nicht außerhalb der ersten Runde. Ich glaube, der ist gleich vorbei. Freunde. Nicht blinzeln, der Kampf könnte sofort vorbei sein. Rechte durchgeschwungen. Rustam sucht jetzt hier die Treffer. Aber Anton steht immer noch hier direkt vor ihm. Der weicht einfach keinen Zentimeter zurück. Rustam muss nur aufpassen, dass er aufgrund seiner Muskulatur einfach nicht so schnell seinen Sauerstoff verliert und dann müde wird. Ich denke, die erste Minute hat ihn jetzt hier schon einiges an Energie gekostet. Da hat sein Gegner deutlichen Vorteil mit seinem Körperbau. Guter Treffer hier zum Körper, Uppercut von Rustam, taucht jetzt hier ab. Starke erste Runde, Wahnsinn, Wahnsinn, richtig, richtig starke erste Runde jetzt hier, die beiden zeigen. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, als würde die erste Runde komplett durchgehen. Es sah am Anfang so aus, als würde einer von den beiden gleich umkippen, so wie die draufgeballert haben. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn, Jungs. Ich hätte nicht geglaubt, dass die erste Runde komplett wird. Das sah wirklich so aus, als würde gleich einer von denen ausgenockt werden. Das Problem bei Rustam ist einfach, dass er von Runde zu Runde meistens ein bisschen schwächer wird aufgrund seiner Kondition. Sein Gegner hat jetzt in der ersten Runde komplett dagegen gehalten. Ist die Frage, ich habe das Gefühl, sein Gegner wird jetzt von Runde zu Runde ein bisschen stärker werden als er. So, zweite Runde. Weiter. Gute Kontrolle jetzt hier, die Anton zeigt. Versucht seine Reichweite hier ein bisschen vorteilhaft auszunutzen. Muss aufpassen, dass er nicht in einen dieser wilden Konter von Rustam reinrennt. Fängt sich hier eine Bombe, aber kommt selber zurück mit drei harten Treffern. Er klappt zusammen. Rustam hat den Kampf gewonnen, glaube ich. Er schafft es nicht aufzustehen. Nein, 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 er schafft nicht aufzustehen. Es ist vorbei. Vorbei. Winkt den Kampf ab, vorbei. Rustam hat ihn mit einer absoluten Granate erwischt. Asteroid hat wieder eingeschlagen. Rustam Asteroid hat eingeschlagen. Wahnsinn. Sah jetzt gerade sogar ein bisschen so aus, als würde unser Rugby-Spieler mit dem Referee streiten, warum er den Kampf abgebrochen hat. Habe ich jetzt das Gefühl gehabt, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Aber ich finde, das war absolut gerechtfertigt, den Kampf jetzt hier abzubrechen. Der andere war auf wackeligen Beinen. Der hätte noch einen Treffer gereicht und der wäre eiskalt Knockout gegangen.
Ey, der hat ihn mit dem Unterarm so am Nacken erwischt, gar nicht am Kinn. Aber es hätte gar keinen Sinn gemacht, hier weiterzumachen. Der war vorbei, der war weg. В этом бою победу нокаутом во втором раунде одерживает Рустам Мухиддинов. Starker Fight von Rustam, ja. Hat sich jetzt seinen ersten Knockout in 5 Kämpfen geholt. Absolut auch verdient. Liefert immer unglaublich spannende Kämpfe, der junge Mann. Hat schon bei Strelka sehr viele gute Kämpfe gezeigt. Jetzt hier bei Top Dog fängt er an, ein aufstrebender Stern zu sein, ja. Immer extrem interessant seine Kämpfe. Aber auch Anton darf man hier irgendwie nichts wegnehmen. Er hat einen verdammt starken Kampf geliefert, hat hier wilde, harte Treffer von Rustam kassiert und ist nach vorne marschiert wie ein Panzer. Aber hier, da wurde er halt einfach gut erwischt, ja, unterm Ohr. Und dann ging es nicht mehr weiter bei ihm. Это Павел Шульский! Павел Шульский kommt jetzt. Ivan Drago, einer meiner Lieblingsfighter. Schaut ihn euch an, den Mann. Ein eiserner Blick, der Typ. Das ist ein richtiger Prototyp Russe, einfach der Kollege. Schaut ihn euch an. Das ist einfach nichts anderes als Ivan Drago aus Rocky. Pavel Schulski, 2,01 Meter Körpergröße, 98 Kilogramm Körpergewicht, 31 Jahre alt. Boxen ist ein Kampfsport-Hintergrund. Knappe 2 Meter Reichweite. 1:1 steht er bei Top Dog. Ivan Drago, aka Pavel Schulski. Er möchte ein Rematch mit Avtomat Gadji. Sein Gegner kommt jetzt hier. Der Litauer, glaube ich, ja, ist sein Spitzname, ja. Maxim heißt er. Er ist 1,97 Meter groß, 114 Kilogramm schwer, 27 Jahre alt. Boxen ist sein Kampfsport-Hintergrund, 1,99 Meter seine Reichweite und das ist sein allererster Fight bei Top Dog. Also, er ist fast so groß, aber deutlich schwerer als Pavel Schulski. Er hat 16 Kilogramm mehr drauf. Also, ich platziere alle meine Wetten auf jeden Fall auf Pavel Schulski, unseren Ivan Drago, denn ich möchte, dass er den Kampf gewinnt, damit es dann ein Rematch zwischen ihm und Gadji Avtomat geben wird. Schaut euch an, Pavel Schulski, ein eiskalter Mann, der Typ. Aber Pavel Schulski ist angeblich 2,01 Meter groß und der andere 1,97 Meter oder so. Aber der andere ist einfach größer als Pavel Schulski. Hat er Stöckelschuhe an oder was ist da los? Es ist fast unmöglich, Pavel Schulski auszunocken, aber mal sehen, der andere ist ein großer, kräftiger Typ. Da kreischt irgendeine Frau jetzt hier gerade komplett. Gute Treffer, die beiden jetzt hier direkt von der ersten Sekunde an austeilen. Du harte Treffer, Pavel Schulski schickt seinen Gegner zu Boden. Der erste Knockdown, Pavel Schulski ist kurz davor, sein Rematch mit Gadji zu bekommen. Er möchte weitermachen, aber er sieht nicht fit aus. Ich glaube, der Kampf ist gleich vorbei. Pavel Schulski, beide treffen sich, ein Uppercut erwischt. Nein, der Kampf ist vorbei. Ivan Drago, Pavel Schulski bekommt seine Möglichkeit auf das Rematch mit Gadji Avtomat Bazooka Russen. Der Kampf ist vorbei. Junge, was für ein Mann. Ivan Drago einfach. Der Mann ist aus Stahl, das ist der Terminator. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Der ist der Mann, der kann einfach nicht verletzt werden. Du kannst ihn mehrmals zu Boden schicken, aber du kannst ihn einfach nicht verletzen, Mann. В этом тяжелом в плане весовой категории бою победу одерживает любимец публики. Публикум-Либлинг, Сала, Павел Шульский. Definitiv Publikumsliebling, ja. Ich kann nur einfach sagen, der nächste Fight zwischen ihm und Gadji wird eine absolute Granate. Ich kann es gar nicht abwarten.